the cooking, yes, I do the cleaning. Ja, Vorsicht. Rechts 6 in rechts 4, Kuppe. In Achtung, rechts 5, über Kuppe vielleicht Sprungtor. Und kehre links. Kuppe 60. Welle rechts 6 über Kuppe und Kuppe und Kuppe bergab. Rechts 4 über 90, innen halten durch Senke. In rechts 6 lang über Kuppe. Rechts 6 lang in über Kuppe. Oh je. Ach, fuck. Kuppe. Das ist schon mal scheiße. Rechts 6 über Kuppe. In links 6 über Kuppe 60. Links 5 über Kuppe 60. In links 6, 80, rechts halten, über Sprung 100. Achtung, mittig halten, Sprung in rechts 5, halblang über Welle, innen halten 80. Rechts 6, innen halten 80. Links 6, innen halten, Kuppe 100. Rechts 6, halblang und Achtung, rechts 2, täuscht. Und rechts 6, 80. Achtung, Kuppe sofort, offene Kehre links. Kuppe 60. Links 4, lang Senke. Links 2, über Kuppe. Senke Kuppe und Achtung, rechts halten, über Kuppe Pfosten. Ah, jetzt sind hier wieder die ganzen Vollpfosten. Macht auf. Rechts halten, über Kuppe verläuft, über Kreuzung. Achtung, 100 bergab, über Kreuzung, offene Kehre rechts. 80. Okay. Links 6, 60. Scheiße, links war's. Links 6. Rechts 6, 80. Achtung, links 6, Kuppe in rechts 3, lang nicht schneiden, 60. Achtung, rechts 6, innen halten, Kuppe. In links 5, lang 60. Links 6, 150, Kuppe, vielleicht Sprung. Alter, was ist denn da los, ey? Konzentration lässt nach, ich muss gleich mal was trinken gehen. Links halten, über Kuppe, nehmen auch schon wieder 52 Minuten halten, auf. Kuppe und rechts 6. Oh geil, mein Reifen ist kaputtiput. Damit komme ich aber ganz gut klar eigentlich gerade. Oder auch nicht. In rechts 6, innen halten, Kuppe. In links 6. Alter, was für ein Frack das hier gerade ist. Aber grafisch ist das hier wunderschön. Muss man einfach mal so halb festhalten. Vorsicht, Kuppe in rechts 3, lang innen halten. 60 Kuppe links 6 und rechts 5 halb lang. Durch Senke 100. Boah, 47. Links 5 halb lang innen halten, 170 über Kuppe. Das ist gar nicht mal so gut. Achtung, Kuppe in links 5 und rechts 4 lang. Über Welle 150. Rechts 6 und links 6. Und rechts 5, lang rechts halb. Oh. Über Kuppe Alter. 60. Uiuiui. Alter, willst du mich verarschen? Fahr jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Wieso hat denn das nicht geklappt? Ja, super. Boah, das war ja mal ein Reinfall, ey. Ja, jetzt ist aber die Meisterschaft endgültig vorbei, ja? Jetzt wirklich. Ich weiß es. In links 6, in links 6. Und links 6, Sprung bis Ziel. Boah, ein Sprung bis zum Ziel. Stimmt. Normalerweise, wenn man gut ist, macht man einen Sprung an der Stelle. So.
Okay, 35.200. Aber du brauchst 8 Punkte für den Aufstieg. Viel Glück nächste Saison. Ja. Schauen wir mal, was habe ich denn so an... an... Punkten. Ja, 181.000 habe ich gerade schon gesehen. Wir gehen aber gerade mal auf die Online-Events. So. Also, wir haben 1555 CR bekommen für dieses eine Rennen. Das ist ganz schön scheiße. Warte mal, was ist denn das? Tägliche Etappe. Wöchentliches Event. Monatliches Event. Besondere Events. Achso, es gibt zwei tägliche Events. Machen wir erstmal die hier. Gott. In Monaco, super. Ich hasse diese Strecke. Oh, aber 40% Asphalt, das ist gut. Wird ja vielleicht doch was. Alter, what the fuck. Und rechts 4. Nein, zurück. So. In links 1. In rechts 3 lang. Alter Falter. In offene Kehre rechts. Ich glaube, das ist das ein Heck? Das ist ein Heckantrieb, oder? Ja, das ist ein heckangetriebenes Fahrzeug. Okay, da muss ich jetzt erstmal wieder drauf klarkommen. Nun auch noch das Lenkrad auf der rechten Seite. Das geht ja mal gar nicht. Klar. Oh, oh. Ich darf hier überhaupt gar keinen Fehler machen. Sonst bin ich raus. Das ist klar. Rechts 5 über 80 macht zu bis 1,60. 5 macht zu bis 1. Da geht's noch. Alter. Oh lol. Oh, so schlecht ist das gar nicht mal. Von der Zwischenzeit her, wie ich gedacht habe. Und rechts 2 über 100. Komm, fahr ich so. In rechts 4 über Kuppe. In links 1 macht zu. 27 nach einem Ding ist doch ganz schön scheiße. Ja, Alter. In offene Kehre links. 60. Rechts 2 macht auf und macht zu in offene Kehre links. Okay, das war's für mich. Super, da ist dieses tägliche Event schon mal abgelaufen. Na, Happy Birthday. Vorne Reihe 4. Ich fahr den. Oh, Rallycross. Finale. Gut. Gucken wir mal. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Thank you.
Na komm, wir fahren jetzt schon die Joker-Runde. Was? Das Auto hinter dir hat die Joker-Runde begonnen. Die Rennkommissarin meint, du Vorfahrtsstunden hast. Du könntest eine Zeitstrafe erhalten. Wo beginnt denn die Joker-Runde, verdammte Scheiße? Alter, ich bin so scheiße bei Rallycross, das ist der Hammer. Alter, das ist der Hammer, wie ich mich hier drehe. Fick dich, du überholst mich nicht. Och Mann, ich bin Letzter, das kann doch nicht wahr sein. Ach, das hier ist die Joker-Runde. Na gut, dann fahre ich die jetzt. So. Das ist halt auch der Online-Modus, ja? Also, hier kann man dann online gegeneinander fahren in diesem Modus. Wieso rutsche ich denn die ganze Zeit? Mann. Ja, rutsch doch noch mehr. Mann, das macht überhaupt keinen Spaß, ey. Ich hasse diesen Modus jetzt schon, ey. Okay, ist gut. Okay, die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe wegen Kurvenschneidens gegeben. Okay. Gut. Alles klar. Irgendwie die Online-Events machen überhaupt gar keinen Sinn. Die werden doch gar nicht so gut ausgezahlt, wie ich gedacht habe. So, hier sind überhaupt gar keine... Hier habe ich keine Fahrzeuge zur Verfügung. Das heißt, das war es auch schon für heute mit den... Ja, geilen... So, hier machen wir mal einen 3800er. Nehmen wir einfach irgendeinen, den hier. So. So, 16 Etappen ist der noch da. Verlängern wir hier mal ein bisschen. So. Der Teamleiter ist Level 2. Okay. Teamleiter bin ja in dem Fall ich. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht mal ein neues Auto. Moment mal, PvP-Events.
Also das ist alles Rallycross oder was? Es gibt natürlich auch gegen Bots. Okay. Habe ich aber keinen Bock drauf. Wir spielen erstmal den Rallye-Modus komplett durch, würde ich sagen. Deswegen Opel Kadett. Motor vorne. Heck Upgrades. Heck, Heck, Heck. Lancia. Getriebe 5-Gang, 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 alles. Der ist halt auch ziemlich... Okay, der Opel Kadett. Könnten die nicht mal sagen, wo das Lenkrad ist? Machen wir ein Opel Kadett oder ein Lancia? Ich glaube, ich kaufe mir... Welchen hatte ich denn davor? Ich glaube, davor hatte ich den Fiat, kann das sein? Weil ich habe das Spiel ja schon mal bis dahin gespielt. Nehme ich den Opel oder nehme ich den Lancia? Das ist die Frage. Maximale Leistung 240. Der wiegt... Ich nehme den Lancia, glaube ich. Der sieht halt auch einfach cooler aus als so ein Kadett, Alter. So. Würde ich sagen, machen wir eine 1970s Open Meisterschaft. Mit unserem... Lancia. Oh, es geht direkt cool los. Nämlich mit... dieser Scheißstrecke, die ich früher so cool fand. Naja, so schnell kann sich die Meinung ändern, ne? So, wir machen erstmal eine Testfahrt. Mit unserem Lancia. Boah, doch. Es ist gut, dass ich den genommen habe. Kuppe bergab. Alles klar. Oh. Boah, der sieht aber halt auch einfach geil aus, der Lancia. Sieht halt auch einfach gut aus, muss man einfach so sagen. Guckt euch den mal an. Kuppe. Rechts 6 über Kuppe. Boah, Alter, aber Heckantrieb ist ja echt mal sauschwer. Ich habe das schon wieder vergessen, wie schwer Heckantrieb in dem Spiel ist. Aber wenn man raus hat, dann ist gut. Heckantrieb, ich weiß nicht, Heckantrieb ist halt irgendwie Fluch und Segen zugleich. Muss man einfach mal so sagen. Achtung, mittig halten, Sprung in rechts 5, halblang über Welle, innen halten 80. Bis Ziel. Bam, einfach mal alles wegrasieren hier. Ach ja, schön. So, ich würde aber mal sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme von Dirt Rally, dieses Event. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, wir haben noch 100.000. Ja, wir sparen uns aber auch mal ein bisschen was auf, würde ich sagen, ne? Denn wir haben ja hier auch noch einige Boni, die wir machen müssen. Ne? Moment, wie war meine Teambewertung? Ach, 26. Okay. Gut. Alles klar. Nee, noch nicht beenden. Hab noch nicht fertig abmoderiert. So. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir haben heute wieder einiges geschafft. Wir haben die Meisterschaft abgeschlossen. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir nicht aus Versehen dieses eine Event übersprungen hätten, in Monaco, dann wäre ich vielleicht sogar
in die Clubmeisterschaft gekommen. Also eine Stufe höher. Naja, egal. Wir fahren jetzt nochmal eine Open-Meisterschaft mit der 1970er-Klasse und gucken mal, wie das so wird. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.